Knapp 17% der Menschen in Norddeutschland sind von Armut betroffen. Allein in Schwerin ist es jedes dritte Kind. Wie man im reichsten Land Europas die Armut bekämpfen soll, darüber haben Vertreter der Kirche und der Gewerkschaften am 23. Januar in der Landeshauptstadt diskutiert. Erstmals saßen dabei an einem gemeinsamen Tisch leitende Repräsentanten der Nordkirche, des Erzbistums Hamburg und des DGB Nord. Das Ziel der Konferenz, neue Wege gegen die soziale Spaltung zu erarbeiten. Wir haben unterschiedliche Themenschwerpunkte, wir haben unterschiedliche Kommunikationsgänge. Aber dass es dem Menschen wohl ergeht in den Zusammenhängen, in denen er lebt, dass er von dem, was er tut, auch anständig leben kann, dass Armut nicht nur eine ökonomische Seite hat, sondern auch eine soziale, eine kulturelle. Das, glaube ich, ist die gemeinsame Schnittmenge. Das Gemeinsame ist der Begriff der Solidarität und der Gerechtigkeit. Das ist das, was uns verbindet. Nach Gerechtigkeit rufen und suchen viele Menschen in unserer Gesellschaft und nach Solidarität auch. Ohne Solidarität keine gerechte Gesellschaft. Das ist jetzt sehr platt und pauschal gesagt, aber da sind unsere gemeinsamen Schnittstellen. Und so haben wir die Möglichkeit, dann auch vor Ort, gerade wo die Menschen leben, die Kirchenmenschen und die Gewerkschaftsmenschen zusammenzuholen. Konkrete gemeinsame Vorhaben wurden während der Konferenz erstmal nicht besprochen. Diese seien Gegenstand einer vertieften Kooperation in der Zukunft, betonten die Teilnehmer.